Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Nachdem anscheinend EA gestern den Knopf vergessen hat zu drücken für das Veröffentlichen der neuen SBCs, gab es dann gestern um 23 Uhr die Erlösung und wir haben unter anderem die Road to the Final Conference League SBC erhalten und dafür werde ich euch natürlich auch eine günstige Lösung wieder zeigen und am Ende des Videos machen wir auch alle Packs auf. Wir bekommen insgesamt Packs im Wert von ca. 105.000 Coins und das Ganze kostet uns zum aktuellen Zeitpunkt ca. 30.000 bis 35.000 Coins. Ist also ein guter Deal, den wir auf keinen Fall verpassen sollten. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein und so sieht das Ganze aus. Wir haben wieder 4 Partien. Könnt ihr euch ja anschauen. Wir wollen jetzt aber hier nicht so viel Zeit verschwenden. Da könnt ihr euch nochmal alles durchlesen. Hier zum Beispiel Viertelfinalduell, Halbfinalduell und so weiter. Und ja, wie gesagt, es gibt gute Packs. Hier ein 10k-Pack, ein 15k-Pack. Dann haben wir ein 20k-Pack, ein 25k-Pack und zum Schluss dann das Mega-Pack als Bonus-Set. Nochmal im Wert von 35.000 Coins. Okay, dann würde ich sagen, die erste Partie. Und hier haben wir folgende Bedingungen. Niederlande oder Tschechien, da braucht man mindestens einen Spieler, Länderregion mindestens 3, Vereine mindestens 5, Teamgesamtbewertung 75, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie ihr es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt ersnipen. Ihr habt ganze, ja, ich glaube etwas über 6 Tage Zeit, das Ganze jetzt noch abzuschließen und dann ist diese SBC weg. Es wird wahrscheinlich Donnerstag nochmal eine Road to the Final Champions League Edition geben. Also ihr habt gut an Packs zu craften und ich würde sagen, jetzt legen wir los. Let's go! Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Ich gebe das Ganze erst am Schluss ab. Könnte sein, dass ich eventuell einen Spieler vielleicht irgendwo doppelt verbaut habe. Ich bin mir jetzt aber, deswegen, eigentlich bin ich mir sicher, dass ich das nicht getan habe, aber ich gebe es immer erst am Ende ab, um da ein bisschen auf der sicheren Seite zu sein. Nicht, dass ich hier am Ende hier ein bisschen struggle und euch das Ganze nicht mehr zeigen kann und dann ist die Aufnahme für mich futsch. Und diese SBC, die kann ich auch immer nur einmal abschließen. Okay, Italien oder Norwegen, mindestens einen Spieler. Länderregion max 4, Spieler aus einem Verein, mindestens 4. Teamgesamtbewertung 77, Teamchemie 75 und natürlich 11 Spieler. Kurze Erklärung zu dieser SBC, ihr könnt einfach in eine Liga gehen, euch einfach alles runterkaufen. Achtet dabei nur auf eine Bedingung, ja, das ist vor allem die Teamgesamtbewertung und Spieler aus einem Verein, also seid ihr in der Serie A, dann kauft von Roma, Roma würde ich jetzt aktuell nicht, dann kauft euch von Gem, weiß ich nicht, irgendwas, ein Spieler, dann aber viermal aus dem Verein. Okay, jetzt haben wir es auch und jetzt gehen wir hier auch einmal fix durch, let's go. Ein besseres Beispiel ist mir auch nicht eingefallen, na toll. Und damit haben wir auch die zweite SBC erfolgreich abgeschlossen. Jetzt haben wir die dritte. Defensivarbeit nennt sich das Ganze. Olympic Marseille oder Feyenoord Rotterdam. Da brauchen wir mindestens einen Spieler liegen. Mindestens 3 Spieler aus demselben Landregion. Max 4. Teamgesamtbewertung 79. Teamchemie 80. Und auch hier natürlich 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go.
Und damit haben wir auch die dritte SBC gelöst. Und jetzt würde ich sagen, kurz vor dem Ziel ist auf jeden Fall für uns auch hier kurz vor dem Ziel. Das heißt, noch eine SBC, Leicester oder Roma. Da brauchen wir mindestens zwei Spieler. Ja, die können auch mal ein bisschen teurer werden. Ich habe hier zum einen 1-4, aber ich denke, das ist verkraftbar. Hier für die Roma-Spieler 2-2. Wir brauchen natürlich auch ein bisschen Rating, von daher, das ist zu verkraften. Spieler aus derselben Liga, Max 4, Vereine mindestens 4, seltene mindestens 1 Spieler. Teamgesamtbewertung 81 und eine Teamchemie von 85 wird erfordert. Und auch hier gehen wir ein letztes Mal gemeinsam durch und dann haben wir es geschafft. Let's go! Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen und somit würde ich sagen, geben wir alles ab. Hoffen, dass wir keinen Fehler gemacht haben, zumindest, ja, guten Fehler habe ich jetzt nicht gemacht, aber theoretisch könnte ich hier einen Spieler doppelt verbaut haben. Das wäre nicht so gut, aber sieht so aus, als hätte ich hier zumindest bisher alles bedacht. Okay. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall einen guten Start in den Tag. Gestern um 23 Uhr wurde diese SBC erst veröffentlicht, deswegen nehmt es mir dann bitte nicht übel. Da war ich gerade am Livestreamen auf Twitch. Übrigens vielen, vielen Dank für den ganzen lieben Support. Wir hatten auch übrigens einen Multistream hier auch auf YouTube. Also, genau, wir hatten auf beiden Plattformen den Stream am Laufen. Vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da alle viele vorbeigeschaut haben. Kommt da gerne vorbei. Ich glaube, nach diesem Video, da werde ich nicht so viel Zeit verschwenden. Ich werde mal ganz kurz in die Dusche hüpfen. Ja, es ist ja noch sehr früh. Und dann werde ich wieder den Stream anschmeißen. Ja, dann werde ich wieder für euch den Stream anschmeißen. So viel Zeit habe ich mir genommen dafür. Wir müssen ja ohnehin, wir machen 400 Upgrade-Packs auf. Also das hier mit den 5, das ist so vielleicht ein kleiner Teaser. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir rein in das Jumbo Premium Gold Pack. Und hier haben wir schon den ersten Walkout. Einfach mal Neymar ziehen. Oh, Casemiro. Ist aber tatsächlich echt gut. Da kommt er reinge. Aber wir haben ja doch gar keine Zeit. Ey, das ist echt gut. Wartet vielleicht, wenn ihr so ein High-Rated zieht, bis heute Abend nochmal ab. Könnte eventuell ein bisschen ansteigen aufgrund der garantierten La Liga Tots SBC. Also, ich packe die ohnehin ja alle hier auf den. Oh, dahinter war noch ein Hunter. Also ein sehr, sehr gutes Pack. Das bezahlt schon mal die halbe Miete hier. Und wir haben ja noch ganz viele. So, dann machen wir das Premium mit Spielerpack auf. Die Kleinen zuerst. Und die Kleinen gönnen mir Back-to-Back-Walkout. Wenn jetzt hier noch ein Sterling. Es ist ein Sterling. Holy. Ah, da kann man mal so reinkommen. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oha. Oha, wir gehen hier aber hier sowas von mit Profit raus. So, back to back to back. Aber was machen wir denn als nächstes? Dann machen wir mal das hier. Da ist noch ein Silberspieler dabei. Na, das wär's ja. Na, das wär. Es ist doch nicht zu fassen. Jetzt ziehe ich hier noch ein Castells. Okay. Machen wir weiter. Schaffen wir back. To back. To back to back. Ist das möglich? Ist das möglich? Schaffen wir das? Ja, das werden wir uns mal notieren für die ganzen nächsten Top-Partien, für die nächsten Jahre. So, ist das hier ein Highlight? 80 plus Spieler. Okay. Komm, gönn. Jetzt will ich es aber wissen. Ey, was ist denn das? Es ist back to back to back to back to back. Mit Hofmann. 86. Also sowas von Walkout. Mehr Walkout geht nicht, weil er noch in Inform ist. Okay, schaffen wir jetzt. Back to back to back to back to back und to back. Ist das möglich?
Ich würde das gerne wissen. Also, wenn ihr solche epischen Pack-Openings sehen wollt, Kappa, dann kommt gerne auf Twitch vorbei. Ich sag's nur, wir haben hier einen Lauf. Heute, ich sehe das ganz große heute. Das Megapack. Schaffen wir das? Es auf dem letzten ist es. Das beste Pack hat uns dieses Back-to-Back mal 5 versaut. Na schade. War aber trotzdem gut. Ich gehe auf jeden Fall mit Dick Plus raus. Ich hoffe, es hat euch ähnlich gegönnt. Wie gesagt, alle Spieler einfach mal gucken, was die an Wert sind. Alle verkaufen, ihr macht grundsätzlich, auch wenn da nur vielleicht ein Walkout oder gar kein Walkout ist. Wenn ihr alles verkauft, selbst die ganzen Verträge, bietet die am Wochenende an. Ihr macht keinen Verlust mit diesen SBCs. Ja, es ist einfach nur mal ein Grind und irgendwann zahlt sich das für euch aus. Und ich denke, wenn dieses Video hier 2000 Leute gesehen haben, einer von euch hat eine richtig dicke Team of the Season Karte gezogen. Also ich drücke euch alle Daumen. Die ich da habe und 2 habe ich noch, ja. Von daher auf jeden Fall viel, viel Glück. So. Na gut. Hätte ja sein können, Preview Pack, dass es auch nochmal gönnt. Das soll es gewesen sein. Gerne mal ein Like da lassen, kommentiert. Kommt gerne in den Twitch-Chat. Ich würde mich auf euch freuen. Wir werden heute wahrscheinlich auch nochmal auf YouTube den Livestream anmachen. Also falls ihr Bock habt, geht kurz auf YouTube rüber, aber dann switch bitte auf Twitch, denn das soll die Main-Plattform für Livestreams werden. Wir werden das hier aber natürlich hier auf YouTube nicht vernachlässigen. Ich werde euch nach wie vor alle SBCs, zumindest die ich für richtig erachte, die 84 SBC, die lassen wir einfach von gestern verstreichen. Ja, auch 23 Uhr erschienen, die werden wir jetzt nicht mehr machen. Aber sonst grundsätzlich, so die Top-Partien, da werde ich euch, soweit es geht, immer helfen. Und wenn es auch schwierig wird, ihr könnt mich fragen auf Instagram und ja, sonst überall. Okay, in diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.